Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits 5. Staffel und der jetzt 71. Folge, heute in der Vorproduktion am 9.09.2023. Bevor es aber losgeht, gibt es wie immer ein herzliches Dankeschön und das geht heute an Kaputtbutt. Kaputtbutt hat nämlich am 9.11.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1049. Kaputtbutt verschwindet jetzt aber wieder, ein kleiner Zungenbrecher sogar. Und wir befinden uns endlich wieder im Spielstand der Römer, den ihr viel, viel lieber guckt als den der Geier. Was ein bisschen schade ist, weil bei den Geiern geht die Party ab. Definitiv. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir befinden uns hier im Krieg gegen die Saka. Das ist sehr gut. Vielleicht oder auch nicht. Mal gucken. Zumindest läuft es zurzeit sehr gut. Gucken wir doch mal, wie sieht es hier eigentlich aus? Was haben wir denn die letzten Male erreicht? Achso, Quatsch, bin ich falsch. Moment. Hier. Da haben wir 1% geholt. Davor 4% Gegner. Also an Gebietseroberung meine ich. Gegner hat sich Akala zurückgeholt. Wann war denn das? Am 3. Sommer? Vor 4 Tagen? Echt? Achso, ja klar, stimmt. Wo dann hinterher bloß noch 50 Verteidiger drin waren. Stimmt, wir mussten ja zweimal Akala belagern. Gut, wie sieht's hier aus? Da haben wir 1,9% geholt und Gegner wiederum 0,3. Alles klar. Gar kein Thema. Okay. Unser Trupp ist noch 500 Mann groß. Akkadat wird schon wieder belagert und gleichzeitig belagern noch nicht mal ganz 100 Verbündete. Akisa, sag mal, haben wir noch eine andere verbündete Armee? Ja. Moment, oh Gott, der hat 100 Verwundete wahrscheinlich. Oder die sind noch nicht bei ihm angekommen, dass da noch Verstärkung gerufen wurde. Okay, reist nach Danustica. Moment mal, warte mal, nee, hier 466 Männer steht hier, ne? Moment mal. Das ist dem seine Armee, ja, 466 Männer eigentlich. Dann sammelt der sich doch eigentlich noch. Hier steht zwar reist zum Belagern, aber eigentlich sammelt der sich noch. Ach, nee, ich Vollidiot, entschuldigt bitte, ich habe auf die Gefangenen geguckt. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Wer es mitbekommen hat, ich habe zurzeit ein kleines Problem mit dem Auge. Es ist jetzt langsam wieder gut, aber das war jetzt nicht der Grund dafür, dass ich das nicht gesehen habe, sondern einfach nur blind für Schrobben wieder. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen jetzt da die Belagerer zurückschlagen von Akkalat. Mal gucken, wie viele das sind. Ich glaube 200, wa? Roundabout. Jetzt sag mir nicht, dass du jetzt da reinrennst und die angreifst, ne? Ja. Rund 200 sind das. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Der rennt trotzdem rein, der Hund, wa? Jetzt geh da weg, ich will die... Nein! Oh, blöder Arsch, Pupskeks. Puffer. Typ. Mann. Warum mag ich das nicht? Also zum einen war er jetzt den ganzen Ruhm einkassiert. Everyone! Und zum anderen... Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Ach nee, Quatsch, alles gut. Ich habe 3 Kohorten gebildet. Und zum anderen... Kann ich seine Truppe halt nicht steuern, ne? Okay, die Forward! 1... Forward! Ja, mach mal einen tieferen Wall. So. No! Die 2... Und die 3. Dann die 4 hier hinter. Oh, darf ich sich ein bisschen dünner aufstellen, damit wir schießen können. So, haben wir noch die 5. Ja. Okay, Moment. Hä? Ich hab's abgebrochen. Hört auf! Okay, das sieht schon cool aus, ne? So, die 5 bitte mal. So. Und die 6 irgendwo da. So. Wo ist denn jetzt der Verbündete? Frag nur so für einen Freund. Der läuft ja hinter uns sozusagen, okay. Gut. Die 5 rein. 1, 2 und 3. Bitte mal ein Schild, weil. Bitte mal. War jetzt vielleicht gar nicht so klug. Ach lol, die 3 ist ja noch nicht mal auf Position. Wo seid ihr denn lang gelaufen vorher?
Ha! Na warte, drei. Nimm den Schild mal wieder raus. So. Zwei auch. Zwei geht mal hier rüber. Fünf kommt zurück. Die sollen mir dann nicht in den Infanterieblock der Feinde reinrennen. Stellen wir die Eins doch mal ein bisschen breiter auf. Ah, immerhin. Wir haben ihm 20 Schützenreiter weggenommen. Immerhin. Kommt doch mal hier hin. Gucken, ob die Infanterie da diesmal rankommt vernünftig. Dass wir den noch mehr wegnehmen können. Ah nee, die rennen einfach zu schnell weg. Und Schild. Und die 5 kommt wieder zurück. So, Flanke gesichert, würde ich behaupten, ne? Jetzt haben wir ein paar Reiter verloren, dummerweise, weil ich nicht aufgepasst habe. Rennt jetzt nicht einfach so durch unsere Infanterie durch, oder? Ach, Leute. Pathfinding für den Arsch. Na, was kommt denn da? Moment mal. Ach, ihr könnt auch mal einen Schiffer machen. Also die drei. Bevor sie uns noch unnötig fies flankieren. Und was? Apropos flankieren, was ist denn das hier? Freundchen, so nicht. Und die sechs auch rein. Jetzt kommt noch die feindliche Infanterie. Sogar aufgeteilt, wie ich sehe. So, gut. Die Infanterie kriegen wir im Alleingang durch. Unsere Kavallerie hat ihren Spaß. Ach, da werfe ich, glaube ich, noch mal. Oder? Doch, doch. Oder? Nee. Na. Na, doch. Mann! Okay. Mist. Jetzt habt ihr da noch irgendwo Bogenschützen im Hinterraum. Die werden wir noch nackig machen. Unsere Kavallerie regelt das gerade schon. Vielleicht war es gar nicht mal so dämlich, dass wir da diesen, einen Mitverbündeten hatten. Weil ich habe das Gefühl, der hat sau viele Kavalleristen mitgeführt hier. Aber, obwohl, nee, ich habe die befehligt, ne? Wo mir gerade so einfällt, warte mal, ich habe alle befehligt, sehe ich das jetzt richtig? Sag mal, ich glaube ja, ich habe irgendwie alle befehligt. Seit wann ist denn das so? Hä? Hab ich was verpasst? Das sah schmerzhaft aus. Er hat doch den Kampf begonnen. Das heißt, ich habe doch ihm geholfen. Also hätte er doch seine Truppe selbst befehligen müssen. Manu. Ach, diese blöden Schützenreiter immer, ne? Apropos, komm mal her hier. Wie lange dauert es denn noch? Das sind noch drei Schützenreiter, ne? Und die rennen einfach nicht weg oder ergeben sich. Ah, jetzt haben wir noch einen Anführer erledigt. Ach, das waren zwei Anführer sogar. Alles klar. Die flüchten, glaube ich, sogar nie. So. 5 Verluste insgesamt. Ach, die Garnison hat sogar mitgekämpft. Ja, und hier ist Taros sein Trupp. Oder? Nee. Das sind alle meiner Bande. Ich muss gleich mal gucken, ob die 98 Mann noch dabei waren und was die dabei hatten. So, ein paar Gefangene, immer gut. Ein paar Sklaven für die römischen Märkte. Ich möchte sogar noch ein Auxiliarbogenschütze rekrutiert werden. Wunderbar. Was haben wir hier? Oh. Ach, manchmal so. Geld haben wir gerade. Pferde nehmen wir mit. Den Rest investieren wir wieder in Erfahrungspunkte. Außer ich finde Sachen, die zum Beispiel wie hier bessere Rüstungswerte geben. Da hat so ein grünes Ding. Ja. Sticht sich ein bisschen mit dem Rest meiner Rüstung, ne? Aber egal. Wir sind ja hier nicht bei der Mondshow.
lange Zeit keine Schals verteilt hier, ne? Okay. So, hier noch ein Verschicket. Ah, wieder Bus und Bogen, womit man nicht skillen kann. Bessere Schilde wären langsamer angebracht, ey. Oh, warte mal, was haben wir hier? Anlegbar. Warte mal, Kavallerie. Anlegbar und abstützbar. Wenn er mal sein Pferd verliert, kann er wenigstens noch abstützen. Aber brauchen wir das dann? Ist die gute Frage, ne? Aber hier wiederum hat er schon einen besseren. Und die Petronella. Eigentlich auch einen besseren. Vor allem die Mamelukenlanze hat eine Handhabung von 348? Nee, das ist die Länge. Entschuldigung. Das wollte ich schon sagen. Nee, okay, passt. Dann wären es Erfahrungspunkte. Gut, jetzt muss ich mal gucken hier. Was hat denn der bei sich? Ihr habt 26 Kavalleristen. Gar nicht mal so viel. Und der war dabei. Der hat ein paar Verluste gemacht. Alles klar. Gut. Läuft. Wir haben schnell in die Taverne und verkaufen gezielt. Die ganzen Saker-Gefangenen. Jetzt habe ich, glaube ich, einen E-Quest rausgeschmissen. Natürlich und davon nicht wenig. Ah. Ich muss das hier nochmal machen, glaube ich. In der Hoffnung, dass er sich das endlich mal speichert, dass er die hier niemals rausgeben soll. Sodass ich das nicht immer einzeln machen muss. Letztes Mal hat es bloß irgendwie nicht funktioniert, warum auch immer. So. Was bist du für einer? Ein Dryatik. Na gut. Noch nicht wirklich was da. Ich hab vergessen, die Kuh zu schlachten, natürlich. So. Wir gehen. Wohin? Gute Frage. Das schafft er auf jeden Fall alleine. Es wird sonst nichts belagert hier, ja? Warum hat er sich eigentlich in Danustica gesammelt? Hier ist doch schon alles erobert. Hm. Ich denke, wir sollten zuerst die zwei Burgen holen, bevor wir Chaikant holen. Denn momentan gehört uns ja Akkalat. Dann hätten wir wenigstens noch zwei Bogen in der Nähe. Ja komm, gehen wir mal rüber da. 28 Verteidiger, alter Schwede. Rebellen in Diatma? Okay. Akkalat wird... Oh, die machen... Langsam wird's langweilig. Oh, okay, 200 ist schon wieder was anderes. Moment. Gerne. So, so. Und wie viel berittene Bogenschützen? 136, okay. Das Gelände kennen wir ja schon. Muss ich nur richtig ausspielen. Und dann noch Regen. Okay, das wiederum ist ein Vorteil für uns mit dem Regen. Wo kommst du jetzt her? Ach, der war in der Stadt wahrscheinlich, wa? Nehme ich mal an. So, könntest du jetzt bitte endlich mal hier auf 50% gehen, wie ich es von Anfang an eingestellt hatte? Das wäre wirklich, wirklich, wirklich sehr freundlich. Na komm, der Millimeter nach links. Oh! Dass man das nicht mit dem Mausrad steuern kann, ist ein bisschen ärgerlich. Oder geht's mit den Pfeiltasten? Nee. Ach komm, passt jetzt hier. Okay. Ja, der Regen könnte unser Vorteil sein. Aber auch nur dahingehend, dass der Gegner auch verlangsamt wird. Ach, da mache ich sogar eine offene Formation rein. Nehmen wir ein bisschen Höhenvorteil mit. Moment, 1, 2 und 3 jeweils in den Schildwall. Mal ein bisschen raus zu mir. So, die 1 wieder hier vorne. Bisschen gedreht. Die 2 hier an der Seite. Und die 3 hier an der Seite. Die klassische Aufstellung. Ach, Moment. Ich hätte jetzt sogar recht wenig dagegen, wenn die versuchen hier durchzureiten. Denn die Bogenschützen halten mittlerweile einiges aus, sodass sie den Gegner wenigstens bremsen. Und wir damit der Infanterie in die Flanke fallen können. In der Theorie.
Praxis sieht ja da immer ein bisschen anders aus. So, dann schick mal deine Hotte Hüß. Ich stelle mich mal lieber so auf, dass ich auch gleich was sehe. Und Befehle geben kann vernünftig. Ah ja, und jetzt sehen wir auch mal, dass Petinus auch wirklich hier bei den Bogenschützen steht. Ich habe bloß die letzten Male, wo ich mich so gewundert hatte, immer versehentlich mitgeschoben. Soldiers! Eigentlich könnt ihr euch noch ein Stück weiter vorne aufstellen. So ungefähr. Na gut, er schickt sie. Das ist schon mal gut. Fünf und sechs weiter vor. Weil diesmal möchte ich mal was probieren. Ich lasse den erstmal kommen, konter dann mit der 5 und reite ihn mit der 6 in den Rücken. Mal gucken, ob das diesmal funktioniert. Ja, Bogenschützen, wie sie dann. Na? Zieht sie schon zurück, wa? Na, okay. Geht mal wieder dahin. Hat er nicht so Bock drauf? Kommt er nochmal zurück oder hat er sich das anders überlegt? Nee, hat er keine Lust drauf. Weil er einfach schon weiß, dass ich ihm mit der Kavallerie in den Rücken fallen kann. Also wissen wir schon mal, dass das die Schwäche ist, ne? Wenn du ihn einfach den Rückzug abschneidest, haben sie einfach nicht mehr die Möglichkeit. Ich sehe gerade, mein Umhang sieht ja schon fast schwarz aus jetzt durch den Regen. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ja. Sehr gerne kannst du es mit meiner Infanterie aufnehmen. Habe ich nichts dagegen. Ah, er plänkelt aber wirklich nur, ne? Reines Geplänkel gerade. So, die 5 geht mal rein. Die 6 kommt da hinten hin. Mal gucken, was diesmal hinkriegen. Ja, die 5 chargt wunderbar rein. Ist die 6 schon da? Nee, noch lange nicht. Oh Gott, ich habe die 6 jetzt, glaube ich, durch meine Infanterie geschickt, wa? Oh. Ja, steht, jetzt hauen sie schon ab. Ah, die kommt zu spät. Mist. Okay. 5 zurück. 6 dahin. Schade, ich habe gehofft, wir kriegen es irgendwie hin, dass wir die von zwei Seiten so ein bisschen in die Klemme nehmen. Aber hey, 36 Reiter weg. Wo bleibt die feindliche Infanterie? Noch 500 Meter entfernt, alles klar. Haben wir noch genug Zeit. Warte mal, die 6 dreht gleich um und die 5 reitet da hinten hin. Ja, die sind nämlich gerade dabei gewesen, anzuchargen hier. So, die 5 reitet und reitet und reitet und geht jetzt auch in den Charge, hoffentlich durch die Flanke. Ach, Mist, die waren zu weit hinten. Na. Ach, Mann. Nee, ich glaube, das wird so nichts. Die KI ist da einfach clever genug, um sich gleich zurückzuziehen. Schade eigentlich. Und jetzt reiten sie uns wieder hinterher und versuchen, meinen Kavalleristen in den Rücken zu schießen. Ja. In dem Moment, wo ich meine wegbewege, kommt die wieder zurück. Schade. Mal gucken, ob ich sie so triggern kann. Ich hätte nur selbst auf den Schild heben, könnte hilfreich sein. Mann, die 6 jetzt einfach da hinten hin. Steht er noch hier? Wie soll man hier ein bisschen verhindern, dass die uns da einfach so angreifen können? Ja, nee, der reitet mit, ne? Der reitet einfach mit. Der hat da keine Lust drauf, in die Flanke oder in den Rückangriff zu werden. Kann ich aber auch gut nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Problem ist bloß, er hat auch noch Lanzenreiter. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber die sind immer noch 500 Meter entfernt. Sag mal, stehen die? Ja, die stehen, die kommen gar nicht auf uns zu, die Infanteristen. Alles klar. Ja, wenn das so ist, dann bewegen wir uns jetzt auch mal vorwärts, oder? Boah, komm. Die 2 hier. Die 1 da. Die 3.
Hier, die vier dahinter. Können wir die sechs auch wieder rüberschicken? Mal gucken, ob er auch irgendwann wiederkommt. Ich meine, da sind noch 70 Reiter. Einer nur. Man sieht schon sofort, dass sie halt vorzugsweise die Speere nehmen, weil Gegner Kavallerie. Großteil Kavallerie. Das ist schon geil. Also das machen die mittlerweile automatisch. Ich habe mich an den früheren Staffeln aufgeregt, dass man das denen nicht sagen kann, ne? Was sie dann ausrüsten sollen, weil in Warband, also in dem ersten Teil des Spiels, konntest du den Einheiten auch zwischendurch befehligen, welche Ausrüstung sie vorzugsweise nehmen sollen. Das geht jetzt nur in der Ausstellungsphase und selbst das klappt auch nicht immer so, wie man sich das eigentlich wünscht. 2, 1, 3, 4. So. Und wenn wir ehrlich sind, können wir mal für den Vorstoß die Schildwall-Formation rausnehmen, dann sind sie auch ein bisschen schneller. Ja, nee, der kommt jetzt nicht mehr. Der hat die Schnauze voll. Den haben wir ihn nur verprügelt schon. Jetzt eingesehen, dass er keine Chance hat. Bin du immer noch so überrascht darüber, dass wir diesen... Moment, kann es sein, dass der Typ, der da uns die Schlacht klauen wollte, dass der sich unserer Armee angeschlossen hat? Dass ich den irgendwann mal gerufen habe und das vergessen habe? Weil so kommt es mir langsam vor. Infanterie! So. Und damit er gar nicht denkt, er könnte leichtes Spiel haben, ziehen wir die Kavallerie auch hinterher. Müssen wir uns mal so ein bisschen an seiner Flanke, Front ausrichten. Na? Da will jemand spielen kommen, kann das sein? Ja. Seine Infanterie, Kavallerie geht auch schon in Formation, Position. Okay. 1, 2 und 3, sofort wieder Schildwall rein. Das wollen wir mal nicht riskieren, ne, Leute? So, die 5 wird ihren Spaß haben gehen. Die 6 muss mal da hinten in der Flanke helfen gehen. Petronella hat 2 erledigt, nice. Ja, da werden wir gerade eine Flanke angegriffen. War jetzt nicht zu vermeiden, aber dafür haben wir eine schwere Infanterie. Die kann das. Oh, viel zu kurz. Dabei. Hallo, ich bin schon mal treffen. Meiner nur. Aua. Was ist denn da los? Warum treffe ich den heute nicht? Okay. Na gut. So, 1, 2 und 3 aus dem Schildwall raus und in den Charge. Alles, was jetzt noch an Gegnern da ist, muss jetzt überrannt werden einfach. Mahlzeit. Total wilder Haufen hier. Teils Geier, teils Sturgeier. Also German. Wollen wir aber auch nichts übrig lassen, wa? Hallo! Yippie! Alles klar. Langes Taktieren dafür, dass es nur 2 Minuten im Kampf gedauert hat. Es tut mir leid, Leute. Aber ich habe ja gehofft, dass wir die berittenen Bogenschützen vollständig auslöschen vorher. Aber passt. 14 Verluste insgesamt bei 240 Gegnern ist in Ordnung. Die Garnison war wieder mit dabei, natürlich. Ja, hau ab, du. Gehen Sie weg. So, wieder 5 Leute, die aufsteigen wollen. Wunderbar. Hier nehmen wir wieder mit. Hier nehmen wir auch wieder mit. Gucken wir nur mal nach den besten Sachen so ein bisschen. Großer Sack Wurfechse, oha. Ja, nee, passt. 2000 Erfahrungspunkte nehmen wir da lieber.
Hat für einen gereicht. Naja, immerhin. Es verteilt sich ja auf alle, wo man merkt, nee, hier ist er wieder, der Abalitos. Und der war jetzt automatisch meiner Truppe angeschlossen. Ich konnte ihn ja befehligen. Witzig. So, nochmal rein hier, wegen Gefangene reinlagern und so. Und ich könnte auch mal gucken, zum Verlies gehen. Verwalten ist ja meins. So. Jetzt sind die wieder nicht gesperrt. Was ist da los? Ach, guck mal, hier ist sogar noch was Römisches drin, ne? Okay. Yo. Ich sagte yo. Dankeschön. Ab in die Taverne. Ein bisschen Räumungsverkauf machen hier. Kann man die nach Kultur mittlerweile sortieren? Nee. Muss ich wieder höllisch aufpassen, dass ich nicht die falschen verkaufe. Hatten wir nicht deutlich mehr Reiter hier? Also verschiedenste Reiter von Equis? Dann hat die schon wegrekrutiert, wa? Hoffen wir mal. Gut, naja, Mensch, hier, 6700, warum nicht? Okay, ist schon was da? Nee, noch nicht. Wir gehen. Wohin? Schade ist, dass ich jetzt ihm jetzt zum Beispiel nicht sagen kann, gib mir mal 20 Truppen, damit ich sie hier reinlegen kann. Aber solange Abalitos hier ist, ist ja eigentlich erstmal alles okay. Nur mal so eine Frage, habt ihr auch irgendwann vor, die Belagerung dann auch mal durchzuziehen? Weil, achso, ja, gerade im Moment sind sie dabei. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt vielleicht doch mal rüber nach Simira. Los, Attacke. Wieder 74 Mann hier. Wenn Abalitos da ist, sollte es der klar gehen. Aber Abalitos rennt wieder weg. Lass mich raten, wenn ich jetzt hier ankomme, kommt die Meldung, dass Akalat belagert wird. Was jetzt auch nicht verwunderlich ist. Na, gucken wir mal. 141 Verteidiger. Dann machen wir einen Sturmangriff. Ganz ehrlich. Burg Akisa wurde belagert. Wurde eingenommen. Die Wahl hat begonnen. Ja, gut, so viel dazu. Dann kann ich wahrscheinlich an der Wahl nicht teilnehmen wegen der Belagerung gerade hier. Na gut. Ja, natürlich. Akalat wird belagert. Oh. Sollten wir aber noch schaffen, denke ich. Da müssten wir meines Erachtens noch rechtzeitig ankommen. Jetzt hat wirklich die Wahl begonnen. Okay. Gea, Pharaon, Oros. Ja, macht ihr mal. Ist mir Wumpe. Hauptsache, wir gewinnen jetzt auch mal ordentlich Land dazu, ordentlich Kriegsstand und können auch mal ordentlich die Saker verprügeln und vielleicht sogar vernichten. So, wir machen nochmal kurz einen Save. Und dann sehe ich gerade, dass die Folge eigentlich schon wieder fast vorbei ist, wa? Aber hey, komm, ist nicht 140 Verteidiger, komm, ach komm. Ich mach doch wieder Überlänge. Ich hätte sonst jetzt hier mal kurz gemacht, dafür, dass ich sonst immer so viel Überlänge mache. Mal gucken, wie sie aufgestellt ist. Leitern rechts und Leitern hier vorne. Okay, wir gehen über rechts. Ah, leicht neblig. Weil wir wahrscheinlich gerade Morgengrauen angreifen, wollte ich sagen. Oh, die Leitern sind aber auch sehr unauffällig platziert worden. Naja. Gut, die haben sogar einen Wehrgang da oben, ne? Also von oben drauf so eine Plane oder Holzdach. Ah, okay. Ach Gott, bis wir da oben sind, ey. Wo ich immer wieder staune, ist, dass es bis jetzt immer noch nicht drin ist, ne? Verteidigungsmaßnahmen bei so einem Hügel. Au! Mann! Ich würde gerade sagen, Verteidigungsmaßnahmen beim so einem Hügel, was wäre doch perfekt? An der Mauer festgemachte Holzstämme und Steinhaufen, die dann runterrollen durch Mechanismus, den er auslöst.
Das wäre eigentlich perfekt. Alter, schießt er mir ein so ein Ding in den Hals und ich bin fast tot. Wozu habe ich Rüstung gekauft? Oder geplündert? Oh, ein Treffer und ich bin weg, wa? Brauch mal kurz einen toten Winkel. So, haben wir hier mal einen Trupp Bogenschützen in der Nähe? Kommt mal fokussiert hier vorne hin. Nein! Warum? Da so ungefähr, ja. So, mal gucken, ob ich noch irgendwas erwischen kann mit meinen Speeren. Ohne selbst umzufallen. Wäre sehr freundlich. Daneben, schade. Was zum... Geht doch. Ja, ich sehe zwar da einen, aber ich glaube, ich krieg nicht den Winkel so, oder? Ja, vor allem nicht, wenn ich so tief werfe. LOL. Nochmal? Doppel-LOL. Ja, wir sind drauf auf der Mauer. Geh ich mal mit. Werd's zwar bestimmt bereuen, aber ich gehe mal mit. Links wird noch ordentlich gekämpft. Sag mal, was macht er denn hier links auf der Leiter? Okay, das sah sehr, sehr strange aus. Da hinten ist eine ordentliche Gegnertraube. Könnt ihr mal die Bogenschützen killen, ihr Idioten? Nein, du schießt nicht auf mich. Danke. Sehr freundlich. Tschüss. Das verstehe ich immer nicht, ne? Dass die halt die Gegner teilweise echt ignorieren. Was ist denn? Lebt der noch? Oh Gott, der arme Kerl. Moment. Er hier. Holt mich raus. Tötet mich. Der arme Kerl, ey. Ich bin ein Baum. Oh Gott, welche Folge ist ohne Ende, wird die wahrscheinlich nie angewählt, oder? Warte mal, was ist denn hier los? Nein! Okay. So, ausgerechnet, die sind immer so teuer, ne? Weil man ja vorher die beste Infanterie braucht und so und die dann aufzuleveln. Ah, da am Turm scheint noch was zu sein, was? Ja, da fliegen mich noch ordentlich Sachen hoch. Jetzt laufe ich zwar hier oben lang, aber komme ich auch wieder heile runter? Hier schon mal nicht. Ja, das gibt doch bestimmt gleich wieder Fallschaden. Oder? Ach, man darf hier doch nicht mal lang. Wow. Alles klar, Spiel. Ist okay, Spiel. Okay. Es ist eine Sackgasse. Ich komme nicht lang. Nö. Ich komme hier einfach nicht hin, ne? Schade. Gibt es dafür eigentlich Kilometergeld? War nur für einen Freund. Aber dass der Typ da in den Balken geglitscht ist, okay. Habe ich noch nicht gesehen bisher. Ah, shit, das war sogar Centurio. Ja, oder ein Optio. Und bei der Rüstung gerade eben, ich glaube, das war sogar einer von unseren Gefährten. Ah. Wieso steht ihr hier alle dumm rum? Ihr wisst schon, dass es hier noch 11 Gegner gibt, die leben. Und einer davon marschiert gerade da ganz gemütlich runter. Zwei sogar. Könntet ihr die bitte mal angreifen? Ich meine ja nur. Laufen die echt rückwärts? Wow. Da oben ist noch was. Und die Leiter wird nicht benutzt. Natürlich. Boah. Wo sind die hergekommen? Moment. Haben die jetzt echt die ganze Zeit hier gestanden? ETF. Es ist einfach so kaputt mit der Belagerung zur Zeit. Es tut mir so in der Seele weh, ne? Weil es hat eine Zeit lang schon mal richtig, richtig gut funktioniert. Dann kam unten ein Patch und alles ist wieder kaputt gewesen. Nein, es liegt nicht an den Mods, liebe Leute. Das habe ich schon einmal erwähnt, möchte ich behaupten. Auch ohne diese ganzen installierten Mods, die ich hier drauf habe, habe ich das auch auf dem Spielstand schon gehabt. Gut, passt. Wackelt hat Luft. Wir plündern den Bums. Will ich es haben? Erstmal ja, für ein bisschen extra Geld. So, passt. Alles klar. Liebe Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.